Valtra stellte heuer mit der G-Serie neue Traktoren vor. Die Schweizer Landtechnik hat das Spitzenmodell G135 in den Ausstattungen Versu, hier in Bronze, und Active, hier in Blau, unter die Lupe nehmen können. Die neuen Traktoren mit modifizierter Frontmaske und steil abfallender Motorhaube lösen die kleinen Modelle der Baureihe N ab. Sie sind aber etwas kleiner und leichter als die N-Vorgänger. Der Radstand von 2,55 m bietet Stabilität auf der Straße und bei Frontladerarbeiten. Das Leergewicht bei vollem Tank, Fronthydraulik und Zapfwelle sowie größter Bereifung ist 5,8 Tonnen. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 9,5 Tonnen. Die Kabine stammt aus der A-Serie, wurde innen aber komplett modifiziert. Die mechanische Kabinenfederung lässt sich über diesen Ring mit entsprechendem Werkzeug in 5 Stufen verstellen. Beim Aufstieg fallen die breiten, rutschsicheren Aluminiumgussstufen mit Selbstreinigungseffekt auf. Anschlüsse für die Motorvorwärmung und Druckluft gibt's optional. Beim Aufstieg rechts mit schwenkbarer Trittstufe sind Werkzeug und Sicherungskasten verbaut. Auf dem schwenkbaren Beifahrersitz findet man gut Platz. Zur Top-Ausstattung Versu gehört die elegante Smart Touch Armlehne. Der Multifunktionshebel umfasst alle wichtigen Funktionen für Getriebe und Hydraulik sowie programmierbare Speichertasten. Ein weiterer Joystick ist vor allem für Frontladerarbeiten gedacht, lassen sich damit doch bis zu 3 proportional gesteuerte Frontladerfunktionen bedienen. Das an der Armlehne befestigte Terminal lässt sich schwenken und ist gut bedienbar. Ein zusätzlicher Bildschirm kann beispielsweise zur gleichzeitigen Anzeige von Isobus-gesteuerten Geräten auf dem einen und die Spurführung Valtra Guide auf dem anderen eingesetzt werden. In der Ausstattung Versu ist weiter eine Load-Sensing-Hydraulik mit einer Pumpenleistung von 110 Litern pro Minute und 4 elektrische sowie einem On-Off-Steuerventil verfügbar. In der Active-Ausführung gibt es diese ARM-Armlehne mit einfachem Fahrhebel und ebenfalls eine Load-Sensing-Hydraulik, aber mit maximal 3 mechanischen und einem On-Off-Steuerventil. Der Vierzylindermotor von Eco Power weist einen Hubraum von 4,4 Litern auf und erfüllt die Abgasstufe 5. Den optionalen Umkehrlüfter gibt es nur bei den Versu-Modellen. Die Abgasnachbehandlung ist kompakt unter der rechten Kabinenseite zwischen den Achsen verbaut, was zusammen mit dem schräg platzierten Kühlerpaket eine niedrige Motorhaube und eine verbesserte Sicht nach vorne ermöglicht. Der Traktor leistet maximal 135 PS und dies bei 1900 Motorumdrehungen. Dazu kommen 10 PS Boostleistung. Legt man mit dem Wendeschalthebel die Parkbremse ein, reduziert sich die Leerlaufdrehzahl des Motors sofort von 850 auf 750. Das Getriebe aus dem Hause Cima mit 24 Vor- und 24 Rückwärtsgängen unterteilt sich in 4 Gruppen und 6 Lastschaltstufen. Die Schaltvorgänge von B nach C und von C nach D können wie die 6 Lastschaltstufen automatisiert werden. Das maximale Tempo wird bei 1500 Umdrehungen erreicht. Dank Auto-Traction-Funktion kann man mit dem Bremspedal stoppen, ohne das Kupplungspedal betätigen zu müssen. Eine Hill-Hold-Funktion hält den Traktor ohne Bremse an steilen Anstiegen fest im Stand. Im Heck stehen die 3 Zapfwellengeschwindigkeiten 540, 540 Eco und 1000 sowie eine Wegzapfwelle zur Verfügung. Das Hubwerk hebt hinten 5 Tonnen über den ganzen Bereich und vorne 3 Tonnen. Die externe Bedienung über dem Kotflügel ist hier gar etwas hoch positioniert. Mit den für Valtra typisch zahlreichen Optionspaketen kann man den G135, den es in der Top-Ausstattung Versu ab 120.000 Schweizer Franken gibt, für seine Anforderungen individuell ausstatten lassen.